Oso der Clown, ne? Sollen wir zwischendurch mal ganz kurz schauen, wie es Laverne da drüben geht? In der Zukunft. Ah ja, da sitzt die Edison-Familie, ne? Das ist die Edna. Das ist der Ed, glaube ich. Oh ja, Ed Edison. Dr. Edna heißt sie auch. Ist sie auch Doktorin? Nein, sie ist die Edna. Edna Edison, Ed Edison und Dr. Fred Edison. Kann man mit denen reden? Ich glaube, die beiden betrügen. Ah ja, die spielen Poker, ne? Reden, wo gibt's da? Lieber nicht stören. Sie betrügen sich gerade. Also gegenseitig, also sie schauen sich auch in die Karten anscheinend. Lieber nicht stören. Ja, okay. Ich glaube, die beiden betrügen. Die gibt's nur im Doppelbock. Karten. Wahrscheinlich gezinkt. Ach so, die Karten, okay. Moment, sie dürfen betrügen, du nicht. Ach so, okay, warum? Darf ich nicht mitspielen? Kartenspielender Typ, das ist ja. Und der alte Mann. Ich möchte nur mal seinen Kopf tätscheln. Weil er eine Glatze hat. Ach Gott, kann man das? Er sieht schon blöd genug aus. Ach so, okay. Reden wir mal mit ihm. Dr. Fred, sind Sie das? Was? Du spinnst. Es gab keinen Fred in der Edison-Familie seit 200 Jahren. Der letzte Fred war eine Schande für die ganze Familie. Nicht zu vergessen für die ganze Menschheit. Warum? Was hat er denn gemacht? Wer sind Sie dann? Also, wer sind Sie dann? Ich bin Seth Edison. Seth. Das ist meine Frau Sedna. Sedna. Und mein Sohn Fett. Ach, Fett, okay. Schön, euch zu sehen. Ja, mehr. Was anderes bleibt denn nicht übrig, Laverne. Wie kommen wir hier denn raus? Oder wo bin ich denn überhaupt? Schaut aus wie ein Gefängnis. Wo bin ich? Du bist in dem einst stolzen Haus der Edison-Familie. Yeah. Wir waren einmal die Herren dieses Hauses, so wie die Menschen mal die Herren der Erde waren. Mhm. Jetzt sind wir die Sklaven. Ja, genau. Die Haustiere. Und ziemlich schlechte, darf ich hinzufügen. Naja. Oh, verzieh dich, du verzogener Nachtschwärmer. Kommen wir hier raus? Ich glaube nicht. Wie komme ich hier raus? Wenn ich das wüsste, meinst du, ich wäre dann hier? Ich weiß es nicht. Wie war das mit der Menschenshow? Welche Menschenshow? Woher weißt du das? Wie war das mit der Menschenshow? Es ist eine Farce. Genau das ist es. Diese schleimigen Tentakel stecken Menschen in kleine Kostüme, machen schreckliche Dinge mit ihrem Haar. Und zwingen sie dann dazu, ihre grässlichen Talente unqualifizierten Preisrichtern vorzuführen, die Wochen vorher bezahlt wurden. Durftest nicht mitmachen, was? Sie meinten, Makramee wäre kein Talent. Diese schleimigen Riesenwürmer. Ich hab das gehört. Ich bin jetzt müde vom Sprechen. Es war ein langer Tag und ich bin nur ein Mensch. Ah, nur ein Mensch. Ist das sowas wie Deutschland sucht den Superstar oder Supertalent oder wie das alles heißt, diese Talentshows, die es da damals eigentlich noch gar nicht gegeben hat, 1993. Interessant, dass das ja anscheinend dann doch keine Anspielung sein dürfte. Übrigens, Laverne hat so dieses typische Smiley, was man eingibt, wenn man ein kleines O, ein Punkt und ein großes O macht, ne? Dieses O-O-Face. Ich weiß nicht, wie das die korrekte Bezeichnung von diesen Smileys ist. Aber das hat man damals hier schon eingefügt anscheinend. Schaut ganz lustig aus. Na gut, ja. Kann man da nicht raus, ne? Nein, das ist elektrisch. Oder was auch immer das für ein Material oder für eine... Ja, was das ist, was uns da aufhält. Für eine Kraft. Tentakelwächter, können wir mit ihm sprechen? Oder wie schaut er denn aus? Hässlich wahrscheinlich. Sieht gelangweilt aus. Aha. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Tentacle? Was? Das war Englisch, das hat man, glaube ich, nicht übersetzt. Ich will hier raus, das ist eine Verletzung meiner Rechte. Ich will hier raus, das ist eine Verletzung meiner Rechte. Rechte? Du bist ein Mensch, du hast keine Rechte. Menschenrechte zählen hier nicht. Ich muss mal für kleine Tentakel. Haha, der ist gut. Man stellt sich vor, ein Mensch auf der Toilette. Okay, lass uns Gassi gehen. Ah, da kommen wir zumindest mal raus.
Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Menschlein. Ein früheres Motel, okay. Wo können wir denn da hingehen? Da wäre der Ausgang. Wir gehen einfach mal raus. Ah, das ist die Toilette. Okay. Also da können wir wahrscheinlich dann nicht weiter. So weit lasst uns der Wärter gehen. Und da können wir zumindest dann kommunizieren. Ah, wir haben sogar was. Mit der Zukunft und mit der Gegenwart und mit der Vergangenheit. Ein Skalpell. Interessant. Sie dürfte ja Medizinstudentin oder irgend sowas sein, weil sie ja Sezierunterricht hat und weil sie ihre Anatomieprüfung am nächsten Tag gehabt hätte. Wie wir aus dem Intro erfahren haben. Aber das Skalpell fällt mir jetzt nicht ein, was wir damit in der Gegenwart oder in der Vergangenheit brauchen könnten. Das heißt, wir wechseln mal, nachdem ich übrigens gespeichert habe, sonst habe ich Sorge, dass mir das abschmiert. Können wir da wieder weiter runter auf Dora speichern? Oh, immerhin schon 16%. Nach über einer Stunde und 45 Minuten fast. Da haben wir nur 16%. Also wird das Spiel noch ein bisschen dauern, vermute ich. Aber macht ja nichts, das ist ja auch kein Problem. Wir wechseln wieder in die Gegenwart zu Bernhard und schauen wir uns ein bisschen das Motel noch an, was es da so alles gibt. Achso, ich wollte dann noch, das machen wir dann nachher, dass man dieses Aushängeschild hier, wo George empfiehlt, dass man, oh, was ist jetzt? Frufru Smaragd gestohlen. Runde Abdrücke hinterlassen. Was ist ein Frufru Smaragd? Und wozu dient uns diese Information? Tja, das werden wir hoffentlich noch herausfinden. Ich wollte gerade sagen, dass wir das später machen, dass wir dieses Aushängeschild zum Hoge in die Vergangenheit schicken. Weil ich glaube, dass George, dass man da mal das verkaufen könnte, dass das George Washington gesagt hat, dass jeder einen Staubsauger baut. Okay. Eine Eistruhe. Kann man die öffnen? Es fällt mir übrigens gerade ein, dass meine Kamera etwas schief zu sein scheint. Ich drehe mal auf Pause und probiere das zu korrigieren. Alles nur provisorisch hier aufgebaut. Gut, dann geht's weiter. Ein Bonbon-Automat. Wir haben immer noch unsere Münze. Können wir sich da was kaufen? In diesem fluoreszierenden Licht sehen die Bonbons echt lecker aus. Ah ja. Das ist der Sinn von so einem Automaten wahrscheinlich. Bis auf diese Schinkendrops habe ich alles, was ich daraus haben wollte. Schinkendrops? Sind das so süße Schinkendrops? Stelle ich mir ziemlich eklig vor. Können wir sich trotzdem was kaufen mit unserem Dime? Unserem Groschen? Besser nicht. Okay, du wirst schon wissen, was da drinnen ist. Dann schauen wir mal da in den ersten Raum rein. Naja, da schläft einer. Wahrscheinlich von der Party übrig geblieben. Da schläft auf einem Pullover. Dann schauen wir sich den mal an, was Bernhard dazu sagt. Puh, der schläft ziemlich tief. Der hat eine coole Monobraue. Verdeckt komplett die Augen. Kann man den... So nicht. Naja, können wir den ziehen? Ich kann ihn nicht bewegen. Naja, okay. Können wir mit ihm reden? Lange Nacht. Lange Nacht gehabt? Nicht sehr gesprächig. Ich versuche die Welt vor einem Tentakel zu retten. Ja, das wird ihm brennend interessieren gerade. Ich hatte einen Onkel, der schnarchte genauso laut. Hört man gar nicht, ich höre ihn gar nicht schnarchen. Einmal inhalierte er ein Kopfkissen. Ja. Hat er das auch überlebt? Netter Raum, den Sie hier haben. Ich glaube fast, das ist ein Hotelzimmer und nicht sein Raum. Gut, ich glaube. Ich gehe dann besser. Haben wir das Gespräch mal beendet? Da gibt es einen Fernseher, da steht noch ein altes Telefon. Das habe ich vorher gar nicht ausprobiert. Kann man das Telefon benutzen? Auch so ein überflüssiges. Ich weiß es nicht. Auch so ein überflüssiges Objekt aus der Vergangenheit, ein Telefon, ne? Gibt es heute ja nicht mehr. Heute hat man Handys und Smartphones quasi immer dabei. Damals musste man noch extra wohin gehen, damit man wem anrufen hat können. Alles einfacher geworden. So, Fernseher. Kann man den einschalten? Dieser schöne 4000-karätige Diamant kann schon heute Ihnen gehören für den Wahnsinnspreis von $2 Millionen.
Schnäppchen. Die Telefonnummer lautet 1800 Star Wars. Ah. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance. Das kann ich jetzt kurz nochmal zeigen, nämlich aus dem Intro oder aus dem Menü. Das erscheint dann nämlich als Hintergrund. Genau, ich dachte zuerst, das ist eine Anspielung auf Maniac Mansion, weil es... Ja, genau, das war das in Englisch. Gut, dass das gleich gekommen ist, das Sample. Ich dachte zuerst, das wäre eine Anspielung auf Maniac Mansion 1. Da gab es auch einen Fernseher mit so einer Show, wo man was bestellen hat können, glaube ich. Dabei ist es einfach nur dieses Englische, die englische Version von diesem Fernseher. Und den Diamanten werden wir noch brauchen. Ich weiß nicht, ob ich mir die Nummer aufschreiben sollte. 555-4241. Star Wars. Wie kommt man da auf Star Wars? Von Star Wars auf 4241? Ich weiß es nicht. Aber da werden wir unseren Diamanten bestellen. Dann später mal. Wenn wir das Geld dazu haben. Wie wir das bekommen, wissen wir noch nicht. Wir brauchen dazu anscheinend den Safe. Die Kombination des Safes, die hier im Büro unten steht. Oder der im Büro unten steht. Da gibt es übrigens einen Schlüssel. Einen Schlüsselbund. Schwupps, den nehmen wir sich. Ich glaube, mehr können wir da auch nicht mehr machen. Massagefinger-Zahlschlitz. Was ist ein Massagefinger? Ist das was für Erwachsene? Ich will das, glaube ich, nicht näher erläutern. Kommt drauf, einfach mal Massagefinger probieren. Einen Groschen rein und okay. Der Spaß geht los. Ist das Spiel nicht ab... Ist das, glaube ich, ab 12 oder so, oder? Ich will das nicht näher kommentieren. Aber... Wir haben ja... Was will der jetzt? Eine Groschen? Ah. Das war zu wenig. Um ihn da runterzuschmeißen und an den Pullover zu kommen. Meine Oma schenkte mir mal so einen zum Geburtstag. Einen Pullover, okay. Tolle Kindheit hat er sicher gehabt, der Bernard. Die Truhe ist mir vorher schon aufgefallen. Kann man die öffnen? Eistruhe. Ist da was drinnen? Sie ist ziemlich kalt. Ah ja, das hat ein Eistruhen auch so an sich. Kann man da aber nichts machen damit, ne? Keine Chance. Da sind Sachen drin, die aussehen, als wären sie dort schon eine Ewigkeit. Ah ja. Macht das denn niemand jemals sauber? Anscheinend nicht. Dann gehen wir mal weiter. Nächster Raum R. Was könnte da drinnen sein? Sollte man vorher anklopfen? Nein, wir gehen einfach rein. Wenn offen ist, dann gehen wir rein. Es ist sinnlos. Niemand wird sich hier für mein Design interessieren. Also werde ich meine Karriere hier in diesem schäbigen Motel beenden. Nein, mach es nicht. Wie angemessen. Nicht. Bang. Okay. Damit kann man sich nicht umbringen. Das kann ich richtig machen. Ja. Was hat er denn für ein Problem, der depressive Dwayne? Nicht zu verwechseln mit Dwayne Johnson. The Rock. Hallo, ich bin Bernard. Wer bist du? Hallo, ich bin Bernard. Wer bist du? Dwayne. Deprimierend, oder? Schaut so aus. Aber nicht für mich. Puh, du siehst ja deprimiert aus. Du siehst deprimiert aus. Was hat dich darauf gebracht, Schlaumeier? Vielleicht die Tatsache, dass du dich umbringen willst, aber es nicht schaffst. Die hängenden Schultern, der gläserne Ausdruck, die Pistole. Die Pistole war ein richtiger Knüller. Schon ein guter Hinweis drauf. Ich habe eine Krise. Kummer ohne Ende. Naja. Ich bin ein Neuheiten-Designer. Ich hatte ein paar gute Ideen. Der explodierende Lutscher, juckende Schwarzpulver, umgedrehte 3D-Gläser und vieles mehr. Das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Ich hab's überall probiert, aber keinen interessiert's. Ich wünschte nur, wenigstens einer würde die Sachen gut finden. Einmal nur. Würde ja zu den 90ern passen, die Ideen, was er hatte. Ich mag deine Designideen. Nun, ich meinte nicht dich. Ja, wer soll sie denn mögen? Nette Musik spielen sie hier, oder? Woher kommt die? Vielleicht kann ich dich aufheitern. Oh, ich kann es kaum erwarten. Naja. Mit was können wir ihn denn aufheitern? Ich wüsste es auch nicht. Ja, ganz sicher, wenn wir über Philosophie reden. Das ist ganz bestimmt aufheiternd. Gymnastik wahrscheinlich auch nicht. Ja, lustiges Lied. Warum pfeifst du nicht einfach ein lustiges Lied? Tolle Idee. Ich habe eine Pfeife erfunden, die die Lippen grün färbt. Niemand mochte sie. Ach, warum denn nicht?
Als Scherzartikel, aber da solltest du dich mit dem Scherzartikelhändler unten in Verbindung setzen. Aber ich glaube, es war ja auch ein Scherzartikel-Kongress, also geht es eh um dieses Thema. Na gut. Vielleicht hilft etwas Gymnastik. Ja. Als ich das letzte Mal Gymnastik machte, habe ich meine Milz verrenkt. Die Milz. Das innere Organ. Bei Gymnastik. Ich glaube, dann hast du was falsch gemacht, lieber Dwayne. Ich glaube, das müssen wir noch einmal üben. Lass uns über Philosophie reden. Gut, hier ist meine Philosophie. Das Leben ist komplett sinnlos, speziell meins. Ich glaube, das ist schon so ein hohes Stadium der Depression, dass wir ihm da nicht mehr helfen können. Ich glaube, da müsste man zum Psychologen gehen. Könnt ihr mal mit Dr. Fred ein paar Worte reden, aber der leidet auch gerade an Schlafmangel. Vielleicht nicht der beste Arzt. Nietzsche wüsste bestimmt einiges dazu. Nietzsche wüsste bestimmt einiges dazu zu sagen. Wen kümmert's? Philosophen sind alle Versager, die es nicht geschafft haben, so wie ich. Glaube ich nicht alle in der Geschichte, aber ja. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt noch irgendwas mit dem erreichen können. Mit dem Musik spielen Sie hier, oder? Es ist aus der Fahrstuhl-Klassik-Serie. Es scheint so, als ob dieses Lied den ganzen Tag läuft. Ich war noch nie so deprimiert. Ja, okay. Da steht rechts ein blaues, was ist das? Zaubertinte. Das können wir einfach so nehmen. Oh, schwupps. Zaubertinte. Ein Scherzartikel wahrscheinlich. Ah, jetzt können wir es anschauen. Nett. Nett, toll, das wollte ich wissen. Was ist das? Reste? Reste öffnen, was? Ich kann das von hier nicht gut sehen. Kann man da dieses Schloss, kann man nicht aufmachen, ne? Bild mit pokerspielenden Hunden, das ist ja ein bekanntes Bild, ja? Ich kann es von hier nicht so gut sehen. Aber er kann es nicht sehen, weil er in der Tür steht. Ja, mit Dwayne kann man jetzt nichts mehr machen. Oh, die Scherzpistole. Kann man jetzt. Da komme ich von hier nicht dran. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie da rauslocken wahrscheinlich. Wüsste jetzt aber nicht mit was. Den Schlüssel kann man da nicht nehmen, ne? Der wird da auch nicht passen. Ja, und sonst haben wir nichts. Außer die Zähne. Interessieren den die Zähne? Das wäre ziemlich blöd. Dazu sind die Zähne noch zu gut. Den werden wir, glaube ich, bei George Washington brauchen. Es ist ziemlich klein. Das sieht er komischerweise. Das Bild sieht er nicht, weil er in der Tür steht. Aber das Mäuseloch an der Wand, kein Problem. Na gut. Ich glaube, dann verlassen wir den Raum mal fürs Erste und schauen uns die letzte Tür in diesem Stockwerk an. F. Grün. Oh. Bernhard. Grüntentakel. Was machst du hier oben? Tja, ich konnte Purpur nicht stoppen und er ist losgezogen, die Welt zu erobern. Ich habe Angst vor dem, was er mit mir macht, wenn er mich findet. Oh je. Beantwortet das deine Frage? Ja. War das eine Frage? Hey. Achso, was er hier macht. Was gibt's, Bernhard? Ja, glaubst du, Purpur, was wird Purpur jetzt machen? Wahrscheinlich die Welt erobern. Was glaubst du, was Purpur jetzt macht? Nun, er will die Welt übernehmen, also denke ich mal, er wird etwas Gemeines anstellen. Ja. Macht er Genexperimente, erfindet er einen Verkleinerungsstrahl, schmeißt er alte Frauen die Treppe runter wahrscheinlich. Schmeißt er alte Frauen die Treppe runter? Ich will es nicht beschwören, aber ich dachte da mehr an etwas Politisches. Politisches, okay. Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Ich habe Angst, den Raum zu verlassen. Ich glaube sogar, dass ich mich nicht vom Fleck rühren kann. Purpur macht mir höllische Angst. Na gut. Dafür sind wir ja da. Und helfen dir. Wir werden gemeinsam die Welt retten. Wie geht es deiner neuen Band? Eine Band von Tentakeln? Wie geht es deiner neuen Band? Grüntee und die Sushi-Teigs? Wir machen uns gut. Wir haben uns entschieden, die Qualität unserer Band zu verbessern. Ich frage mich, welches Instrument Grüntentakel spielt. Ohne Hände? Wahrscheinlich ein Blasinstrument, aber da braucht man auch Hände dazu. Vielleicht gibt es ja ein spezielles Musikinstrument auch für Tentakel. Berauschende Dreiton-Stimmen, Harmonie, provokative, lyrische Inhalte. Sorgfältig zusammengesetzte Melodie und klare Aussagen? Ganz bestimmt. Lautstärke, Mann, Lautstärke. Ah. Wir müssen das ändern, um eine Chance auf ein Grimmi zu haben. Den Grimmi. Wir nehmen die Pausen raus. Die Pausen, okay.
Brauchtet ihr nicht vor kurzem einen neuen Gitarristen? Ja, aber wir haben uns dann für einen Typen entschlossen, der Elektrowerkzeuge spielt. Dadurch kriegen wir mehr Sound. Ah ja, so wie Bohrer oder so. Oder was es halt so gibt an Elektrowerkzeugen. Aber Hoagie könnte ja, er steht ja zumindest auf Rock, was wir so mitbekommen haben, er könnte ja ein Gitarrist sein. Er hat ja auch eine Band, das haben wir auch im Intro erfahren. Arbeitet ihr an einem neuen Album? Schon mal im Radio gewesen? Arbeitet ihr an einem Album? Ja, wir machen eine CD. Rap auf der Stirn. Ach, da Rap? Sind ein paar Stücke in der Anlage, wenn du sie hören willst. Grüntentakel, der Gangster-Rapper. Okay. Schon mal im Radio gewesen? Nein, fürs Radio sind wir etwas zu unkonventionell. Ach so. Aber wir haben viele Fans in der Szene. Dafür gibt's ja heute YouTube, ne? Großartig. Da kann man sich etablieren. Gab's halt 1993 noch nicht. Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Das schaut man nicht aus wie ein Katzenklo, wozu oder? Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Frag nicht. Gute Frage, wie er sich da reinsetzt. Wie setzt sich ein Tentakel in ein Sitzkissen? Oh, das ist ganz einfach. Wieder rauszukommen ist viel schwieriger. Naja, kann ich mir gut vorstellen, dass man da ein bisschen feststeckt dann oder festgesaugt ist. Kannst du mit Bowlingkugel spielen? Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Ohne Hände? Nein, Pupu hat sie hergebracht, nachdem er Arme bekam. Naja. Er war aber ziemlich enttäuscht, weil er keine Finger hat. Ah. Man sieht sich, Grün. Das war's schon. Ja, viel Glück beim Weltretten, B-Man. Dürfen wir da in dem Raum bleiben? Ja, wir dürfen uns da umsehen. Er ist anscheinend ein Star Wars-Fan, das schaut mal aus wie so ein Star Wars-Helm. Von den Sturmtruppen. Ah, da kann ich auch. Ah nein, der hat gespeichert. Okay, sehr schön. Dann gibt es auch eine automatische Speicherung, die mir gerade nach 2 Stunden Aufnahme auffällt. Ein Videoband, das gibt's heute auch nicht mehr. Kein Etikett, wahrscheinlich unbespielt. Aha, können wir es nehmen? Ja, da gibt's auch einen. Das ist die Anlage, die Stereoanlage. Hm, ziemlich viel Power in dieser Anlage. Liegt wahrscheinlich an den Boxen. Ich kann es kaum erwarten, meine CDs auszuprobieren. Mhm, da die Lautsprecher. Starke Lautsprecher. Sollen wir das mal einschalten? Geht das? Wow, das ist laut. Und das ist Rockmusik. Oh, da ist dieser Plastikkotze, hat sich da ein bisschen gelöst. Ist das die Band jetzt von Grüntentakel? Ich dachte, sie machen Rap. Hört sich mehr an wie Rock. Ist das schon Heavy Metal? Ich kenne mich da nicht so aus mit der Musikrichtung. Ich mag eher elektronische Musik. Aber ich höre im Prinzip auch alles. Fällt mir ein, wenn wir die Plastikkotze unten lösen wollen, wird schon ganz schwindelig von dem Gewackel hier, ob wir das ja nicht umstoßen können, damit sie ganz runterfällt. Ja, schaut gut aus. Auch ein guter Scherzartikel eventuell, diese Plastikkotze. Kommt wahrscheinlich auch von diesem Kongress. Kann man die Musik wieder ausschalten, das wird ganz schwindelig davon. Hui, okay. Dann gibt es da nicht viel mehr zum Anschauen, außer diese Welteroberungspläne von Purpur-Tentakel anscheinend. Oh oh, sieht so aus, als ob es klappen könnte. Ach, das sieht man jetzt so auf dieser Weltkarte einfach, ja. Aha, okay. Schön, dass Bernard da so einen Blick drauf hat. Das ist die Bowlingkugel, die können wir die nehmen? Die wird das ist zu schwer für mich alleine. Ja. Kann man damit irgendwas machen? Könnte bowlen? Das kann ich nicht machen. Aber ich glaube, das geht da nicht, ne? Warum sollte ich die herumwerfen? Da ist wieder dieses Mäuseloch. Das führt in den Raum, wo der Twain sitzt, ne? Es ist ziemlich klein. Ja, kann man da irgendwas machen damit? Anscheinend nicht. Oder irgendwas durchstopfen. Was haben wir denn? Das Einzige, was da durchpassen könnte, ist das Gebiss, was wir wahrscheinlich für George brauchen. Das wäre ziemlich blöd. Geht dazu sind nicht. Die Zähne noch zu gut. Okay. Das ist auch eine Welt, ein Globus. Ist das Australien? Die Form passt nicht ganz, glaube ich. Haben wir da jetzt noch irgendwas drauf? Nein. Nur die Welteroberungspläne, die wir nicht nehmen können, nehme ich an. Nicht erobern. Ja, wir wollen sie retten, schließlich. Und dann gehen wir wieder raus, weil da gibt es nicht mehr.